Gut, was machen wir jetzt? So, jetzt können wir mal reinschauen, wie das Ding von innen aussieht. Hier ist es, da drauf drücken und gut, das ist das Unlock-Ding, dann können wir den entfernen. Hier unten sehen wir unseren Filter. Da, da ist unser Filter und dieser besagte Filter, den kriegen wir auch raus, indem wir den hier ausholen. So, der Filter hier kann auch gereinigt werden. Und hier unten haben wir nochmal ein Vlies, das kann man selbst auch noch reinigen. Ja, das ist aber ein bisschen reingequetscht. So, hier also Filter, neuer Filter, kommt dann hier rein. Hier seht ihr diese Kanten. Und die Kanten passen auch da unten rein. Das heißt, wir legen den dann in Position, aber richtig rum bitte. Also mit der wabbligen Seite nach innen und mit der abgedichteten Seite nach außen. So, anlegen und reindrücken, bis es eingerastet ist. Jetzt haben wir den Filter schon drinnen gezeigt, gewechselt. Oh, sieht ja nicht schlecht aus, ne? So, dann haben wir hier, dann das Auffangbecken für unseren Staub und Drag. So, das Teil wird dann nach oben aufgeklappt und das Teil hier können wir rausziehen. So, jetzt können wir den entnehmen und hier ist sogar so eine Tragetasche dran, wie cool. Hier unten ist das Funktionsding, was nämlich dann macht, dass da eine Zyklontechnik drin ist, also so ein Wirbelsturm anpackt. Ne? Wenn wir jetzt weiter gucken, hier haben wir unser Auffangbecken. Wenn wir das aufklappen, ist hier unten noch ein HEPA-Filter drin. Den Filter kriegen wir auch raus, indem wir ihn extrahieren. Den könnt ihr sogar, wie ihr hier seht, unter fließendem Wasser abwaschen. Dann solltet ihr den aber lange Zeit trocknen lassen. Also mindestens einen Tag schön warm, dann ist der wieder fertig. Weil wenn ihr das nicht beherzigt und den direkt wieder einbaut, dann gibt es da eventuell Schimmel. Okay? So, also Filter weg, sauber machen unter Wasser. Auf die Heizung legen, einen Tag und später wieder hinkommen. Und jetzt müssen wir den wieder einbauen. Hier ist so eine Lippe. Seht ihr die Lippe? Ja. Die Lippe kommt dann hier dran und wird reingedrückt. So, einfach reindrücken. Drücken, drücken, drücken. Und jetzt ist die fest drinne. Drückt sie nochmal nach. So, und jetzt sieht euer Freundchen so aus wieder. Jetzt können wir den wieder zumachen und sehen, da wird schön gefiltert. Da kommt schön der Schmutz rein. Der Schmutz kommt ja von hier da rein und hier oben wird das ja dann angesaugt. Gut, wenn hier Dreck drin ist, dann könnt ihr diesen Dreck einfach so auskippen. So kommt der Dreck da raus. Und wenn der Dreck dann raus ist, können wir danach natürlich auch wieder hier unser multifunktionales Teil hier einbauen. Ne? Das heißt also, das kommt wieder in die Position zurück. Hier ist eine Aussparung, da ist eine Aussparung. So, nochmal. So kommt es raus. Und jetzt ist alles wieder drin. Wir klappen auf, klappen den hier auf und heben den nach oben weg. Jetzt können wir das abputzen, sauber machen, das auskippen. Dann auch schön sauber machen. Den Freund haben wir auch sauber gemacht, der kommt wieder rein. Und zwar, da ist eine Aussparung, da ist eine Aussparung und hier ist das Gegenstück. Reinstellen, reindrücken, fest und runterklappen. So, jetzt ist die Einheit wieder abgedichtet überall. Jetzt kann sie wieder zurück in den Staubsauger kommen. So, wie rum? Der Haltegriff kommt so rein. Okay, weil hier vorne Haltegriff nach vorne richten. Und dann haben wir hier unten, da haben wir eine Aussparung. Diese Aussparung passt auch super hier rein. Das heißt also, da drauf, so, halten, ne, so reinkippen. Hier den hier ein bisschen anheben und einrasten lassen. So, jetzt haben wir den wieder fest. Jetzt kann er wieder rumsaugen. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.